Ich bin für die Abschaffung der kalten Progression, weil das Thema geht schon viel zu lang. Die Politiker aller Legislaturperioden haben das der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die letzten Jahre immer versprochen und keiner hat es durchgeführt. In der letzten Elefantenrunde haben alle wieder bekräftigt, dass sie dafür sind und jetzt sollen sie es endlich durchführen. Durch die kalte Progression wird den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern seit Jahren die Steuerreformen zahlen sie sich selber. Jede Steuerreform, die zukünftig kommt, wenn die kalte Progression nicht abgeschafft wird, werden sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder selber zahlen. Und das darf nicht sein. Jetzt sollen sie es endlich durchführen und die kalte Progression abschaffen.